Also was sind die Ausgestaltungsformen, wenn wir jetzt bei der zweiten Säule sind, der sogenannten Betriebsrente, also der betrieblichen Altersversorgung? Da gibt es, schauen Sie mal, fünf Möglichkeiten. Und jetzt wird es wieder sehr kompliziert. Ja? Fünf Möglichkeiten, die wiederum mit unterschiedlichen steuerlichen und sonstigen Konsequenzen verbunden sind, werden wir uns gleich etwas genauer anschauen. Nehmen wir sie erstmal auf, da ist die Pensionszusage. Ja, Pensionszusage ist das, was wir aus dem Rechnungswesen kennen. Sie erinnern sich vielleicht, ja, der Finanzierungseffekt, vielleicht können Sie sich noch erinnern, da fängt jemand mit 25 Jahren an, hat gerade sein Studium abgeschlossen, fängt mit 25 Jahren an, bei einem Unternehmen das Betriebsrente zahlt. Und dann muss das Unternehmen Rückstellungen bilden, wenn es diese sogenannte Pensionszusage, diese direkte Zusage gemacht hat und nicht über andere Modelle wie Pensionskassen oder Unterstützungskassen arbeitet, muss es Rückstellungen bilden. Und diese Rückstellungen haben einen erheblichen Finanzierungseffekt. Sie sind Aufwand, 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 reduzieren also die Steuerlast und reduzieren die Ausschüttung an die Anteilseigner über Jahre, 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 bis dann irgendwann mal der Zeitpunkt des Renteneintritts erreicht ist. Und dann werden sie zur Auszahlung. Also Aufwand jetzt, Auszahlung viel später und dann auch nicht auf einmal, sondern monatlich, ratierlich. Das haben wir besprochen unter Rechnungswesen und unter Finanzierung. Das ist die Pensionszusage. Aber nicht mehr so viele Unternehmen wählen dieses Modell, sondern ein anderes, nämlich die Pensionskasse. Das ist das Zweite. Die Pensionskasse. Nehmen wir sie erstmal alle fünf auf und dann erkläre ich kurz die Unterschiede. Dann kommt die Unterstützungskasse. Unterstützungskasse und Pensionskasse. Dann kommt die Direktversicherung. Und dann kommen die Pensionsfonds. Das sind die fünf Formen der betrieblichen Altersversorgung. Auf der nächsten Seite kommen dann die Details im Sinne von steuerlichen Auswirkungen, Riester-Fähigkeit und so weiter.